Und damit hallo und herzlich willkommen zur Analyse des dritten Spieltags von Gruppe B, Brady gegen den guten Limes Quent. Und ja, diesmal müssen wir tatsächlich nicht mal Deck analysieren, denn wir kennen beide Decks des ersten Spiels schon. Der gute Brady spielt nämlich ein nördliche Königreiche Masse statt Klasse Deck, wie ich das immer sehr schön nenne. Und der gute Limes spielt sein Todeswunsch-Deck mit den Greifen und den Erdgenien und den Archesporen. Und ja, im Endeffekt sind wir hier schon am Ende von Runde 1. Und der gute Limes hat gerade seinen Erdgenius mit Hilfe eines Käfers verzehrt, der automatisch dann auch Zähigkeit bekommt. Und man muss hier mal sagen, dass tatsächlich diese Archesporen äußerst effektiv gegen das Deck von Brady waren. Denn ich habe es ja schon mal erklärt, diese Speer hier, diese blauen Streifenspeer, verstärken ja automatisch alle Einheiten, die gleiche Stärke haben wie sie. Und das Ding ist einfach, wenn halt die Archespor einfach einer Einheit einen Schaden macht, dann wird die später nicht mehr verstärkt. Beispielsweise hier dieser blaue Streifen hier ganz links, der wurde gerufen mit dem ersten Speer der blauen Streifen. Beide hatten 3 Stärke und wurden dann durch den blauen Streifenspeer auf 4 Stärke verstärkt. Dann hat sich aber der Effekt der Archespor aktiviert, wodurch diese Einheit auf 3 zurückgesetzt wurde, und das heißt, der nächste blaue Streifenspeer, der gespielt wurde, der hat ja dann alle Einheiten mit 4 Stärke verstärkt, der hat dann diese Einheit nicht mehr betroffen und dementsprechend hat diese Einheit dann keinen zusätzlichen Punkt mehr bekommen, und dementsprechend ist die Archespor wirklich äußerst hilfreich gegen diese blauen Streifen, weil sie dadurch enorm viele Verstärkungseffekte verhindert. Im Endeffekt sind wir hier jetzt an einem Punkt angekommen, in dem der gute Limes 5 Karten hat und der gute Brady 6 Karten. Und auch hier wieder, ich sag's einfach nur, dadurch, dass der Gegner gerade eine Zähigkeitskarte gespielt hat und sowieso 19 Punkte im Vorsprung ist, war es jetzt hier eine clevere Aktion von Brady zu passen, denn dadurch bringt dem guten Limes seine Zähigkeitskarte nur bedingt viel. Und würde der gute Brady jetzt auf den Sieg pochen tatsächlich, hätte er den Nachteil, dass er in der nächsten Runde nicht sofort passen könnte, weil eben eine Zähigkeitskarte liegt. Und deswegen eine clevere Entscheidung hier von ihm zu passen. So, und hier sind wir dann auch schon am Ende der letzten Runde dieses Spiels. In der zweiten Runde ist tatsächlich nicht viel passiert, denn Limes hat sofort gepasst und Brady konnte ganz einfach die Zähigkeit des Gegners umgehen, wodurch beide mit gleich vielen Karten in die letzte Runde gegangen ist. Der gute Brady kriegt am Ende aber doch den letzten Zug, weil er noch Taler gespielt hat. Und man muss hier nochmal eine Sache sagen, bei ihm war dieser Taler durchaus effektiv, weil er dadurch Dijkstra gezogen hat, eben weil er schon so wenig Karten nur noch im Deck hatte. Dadurch war die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch. Das ist dieser riesige Vorteil, dieses nördliche Königreiche Deck. Man spielt so viele Karten direkt aus dem Deck aus, dass man am Ende so wenig hat, um auch wirklich den Dijkstra und auch wirklich alle Goldkarten zu ziehen, die man braucht. Denn, wie wir im Gegensatz sehen, der gute Limes hat offensichtlich noch 2 Gold und eine Silberkarte im Deck, die er nicht ausspielen konnte, während der gute Brady nahezu jede Karte aus seinem Deck ausspielen konnte. Des Weiteren muss man ganz klar sagen, dass der gute Limes einen großen Fehler gemacht hat in diesem Spiel, und das war tatsächlich die zweite Runde sofort zu passen. Ich gebe zu, ich verstehe, warum er es gemacht hat, allerdings hätte er in dieser zweiten Runde zumindest dafür sorgen müssen, dass eine Karte auf seinem Friedhof landet, wofür er für die Verzehrung von diesem Nekrophagen benutzen kann, weil dieser kann von einem beliebigen Friedhof eine Karte verzehren und bekommt dann dementsprechend die Stärke. Und wie wir sehen, er hat gerade mal eine Dreierkarte verzehren können, weil er von seinem eigenen Friedhof mit Hilfe der Schleimlinge immer wieder welche vernichtet hat. Und er hätte vielleicht tatsächlich irgendwie in der letzten Runde einmal so ein Elfer einfach spielen sollen, damit er auch wirklich was zum Verzehren hat. Und das ist wahrscheinlich eigentlich sein größter Fehler in diesem Spiel gewesen, dass er halt nicht darauf geachtet hat, dass er irgendwas für ihn zum Verzehren hat. So, im zweiten Spiel sehen wir jetzt, wie beide mit einem nördliche Königreiche Maschinendeck antreten, mit einer etwas unterschiedlichen Sache. Auf der einen Seite benutzt Brady die Catwin-Belagerungshelfer, während der gute Limes den Belagerungssoldaten oder die andere Belagerungseinheit jedenfalls verwendet. Und ja, wie wir sehen, beide haben in den ersten beiden Runden relativ früh gepasst, um eine lange letzte Runde zu haben tatsächlich. Und eine Sache muss man hier ganz klar sagen, ich weiß natürlich nicht genau, was der gute Limes auf der Hand hat, aber ich glaube, der größte Fehler vom Limes ist hier, dass er scheinbar lieber seinen verstärkten... Ich verstehe, warum er den verstärkten Tribok spielen will, weil er eben
dessen Effekt nutzen will und möglichst viel Schaden machen will. Aber er hätte sich viel früher um diese Belagerungshelfer kümmern sollen, weil im Gegensatz zu ihm, der diese Karte einfach ausspielen muss und dann wird sein Effekt aktiviert, müssen die Karten auf dem Feld liegen, um ihre Effekte zu aktivieren. Das heißt, je eher er diese kaputt macht, desto schneller verhindert er, dass der gute Brady in irgendeiner Form seine Maschinen sinnvoll nutzen kann. Ich meine, klar, der Brady hat noch hier das Alsurs Doppelspiel, mit dem er den guten Ronwit vom Sümpfle kriegt, was ja auch nochmal eine neue Besatzungskarte ist, aber er lässt halt auch diese Karten hier auf dem Feld, was meiner Meinung nach wahrscheinlich der größte Fehler war, weil er dadurch einfach dem guten Brady Möglichkeiten lässt, seine Maschinen sinnvoll auszuspielen. So, hier mal nur noch eine ganz kleine Sache und da macht nämlich auch mal der Brady einen kleinen Fehler, muss man nämlich ganz klar sagen. Wie wir sehen, hat er in dieser Reihe bereits zwei Elver-Karten liegen und er spielt jetzt tatsächlich noch eine Shani rein, wodurch diese Reihe auf mehr als 25 Punkte kommt und dadurch angreifbar für einen Geralt wird, für einen Igni-Geralt. Im Endeffekt war es in diesem Spiel relativ egal, da der Gegner sie sowieso mit Verbrennen gleich vernichten wird, diese beiden Elver-Karten, aber cleverer wäre hier gewesen, Shani in die letzte Reihe tatsächlich zu setzen, um eben gar nicht erst dieses Risiko einzugehen, dass der gute Limes hier ein Igni Geralt reinsetzen kann. So, der Rest des Spieltags ist dann tatsächlich auch Geschichte. Im Endeffekt kann man dazu nur sagen, der gute Brady nutzt seine Belagerungseinheiten einfach einen Ticken effektiver aus als der gute Limes und kriegt dadurch einen so großen Vorsprung, ja, dass der gute Limes einfach aufgeben muss. Und ja, im Endeffekt, ich denke, wichtig wäre halt gewesen, dass sich Limes in irgendeiner Form relativ früh um diese ganzen Belagerungshelfer kümmert. Er hat es später auch gemacht, aber ich denke, früher wäre vielleicht tatsächlich eine noch effektivere Variante gewesen. Ist natürlich immer schwer, weil ich nicht weiß, er hat natürlich auch irgendwo seine eigene Strategie sicher gehabt und er muss natürlich auch erstmal Besatzungseinheiten rauskriegen, um die Fähigkeiten sinnvoll einsetzen zu können. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass da vielleicht mehr möglich gewesen wäre, wenn er die schneller aufgehalten hätte. Nichtsdestotrotz gewinnt Brady, weil er seine Maschinen einfach besser nutzt. So, im letzten Spiel haben wir jetzt tatsächlich wieder ein nördliche Königreiche Masse statt Klasse Deck von Brady gegen das Scoia'tael Deck, was wahrscheinlich wieder ein Handverstärkungs Scoia'tael Deck von Limes Gwent ist. Und der gute Limes macht hier wieder mal einen relativ cleveren Zug, und zwar spielt er den Panther und zerstört damit den blauen Streifenspeer. Warum ist das sinnvoll? Ihr könnt euch merken, wenn er gegen so ein nördliche Königreiche Deck spielt, diese blauen Streifenspeer werden in der Regel oft mit Hilfe dieses Haudegen-Speers aus dem Deck gezogen, weil man nur selten wirklich alle von denen auf der Hand hat. Und wenn ihr die halt einfach auslöscht, bevor das möglich ist, verhindert ihr so, dass die ganze Strategie überhaupt aufgezogen werden kann. Und der Vorteil ist, dass es dann auch dazu kommen kann, dass Brady in der nächsten Runde irgendwelche blauen Streifen oder sowas zieht, die ja eigentlich schon aus dem Deck sein sollten. Und ja, ihr macht im Prinzip dadurch dem Gegner ein bisschen seine Strategie kaputt und in den nächsten Runden auch das Leben ein bisschen schwerer. Was auch der Grund ist, warum Brady jetzt tatsächlich schon passt, weil, ja, genau dieses Problem jetzt aufgetreten ist. So, hier in Runde 2 jetzt wieder. Wir sehen, dass der gute Limes bereits seinen Spion gespielt hat, um für die letzte Runde im Kartenvorteil zu sein. Und hier an der Stelle muss ich Brady mal wieder loben. Er kriegt das irgendwie in vielen Spielen hin, seinen Spion tatsächlich, selbst wenn er eigentlich die Runde gewinnen muss, irgendwie gewinnbringend ausspielen zu können, um so diesen Kartennachteil, den er eigentlich hätte, da es er in der zweiten Runde anfangen muss, dass er dann in der dritten Runde anfangen muss, um diesen Kartennachteil tatsächlich zu umgehen, weil wir sehen, er hat es tatsächlich wieder geschafft, sich einen 33 Punkte Vorsprung rauszuspielen. Selbst wenn wir Toruviel mitzählen mit ihren 14 Punkten, ist das immer noch ein 19 Punkte Vorsprung und das heißt, er kann ganz beruhigt Thala spielen und das ist tatsächlich etwas, was er wirklich häufig schafft, muss man fairerweise sagen, und wo man auch mal sagen muss, dass das durchaus eine Sache ist, die eben nicht alle so gut hinkriegen und was er wirklich clever macht mit seinen ganzen Decks. So, und auch hier wieder macht es Limes wirklich sehr, sehr clever.
anstatt jetzt den blauen Streifenspeer einfach liegen zu lassen und dadurch zu, dem guten Brady zu ermöglichen, einen weiteren zu holen und dann natürlich auch einen weiteren blauen Streifen, macht er sich hier sofort wieder daran, auch wenn der nur 6 Punkte hat, diesen zu zerstören, was wie gesagt eine durchaus wichtige Taktik gegen die nördlichen Königreiche ist. Also der weiß schon, womit das hier tatsächlich zu tun hat, muss man fairerweise sagen. Und das zwingt nämlich jetzt den guten Brady auch dazu, eine Karte zu spielen, die er eigentlich noch gar nicht spielen will, nämlich den guten Stannis. Und der beschwört nämlich automatisch die nächste Bronze- oder Silbereinheit aus dem Deck und gibt dir 5 Rüstung. Das Problem ist bloß, und das werden wir gleich sehen, der gute Brady hat erst einen seiner blauen Streifen ausspielen können. Zwei seiner blauen Streifen ausspielen können, das heißt, er hat noch 2 im Deck. Das heißt, es gibt eine, es ist durchaus auch eine Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass er einen blauen Streifen zieht, was er natürlich eigentlich nicht will, weil die will er ja eigentlich durch ihren Effekt aufs Feld holen. Tja, aber da ist ihm das Glück leider nicht vergönnt und das bringt natürlich dem guten Limes einen ziemlichen Vorteil. Und man sieht auch später noch, dass der gute Limes sich gut gegen den Brady gehalten hat, denn, Brady spielt später noch seinen Dijkstra aus. Und auch hier könnte man jetzt einfach sagen, ist es wieder Pech, was natürlich auch zu einem gewissen Teil stimmt, aber auch hier muss man einfach sagen, dass es Limes clever gespielt hat. Er hat verhindert, dass Brady wirklich seine ganzen Karten aus dem Deck ausspielen konnte und dementsprechend zieht Dijkstra nämlich jetzt 2-mal eine Infanterieeinheit, die sich normalerweise halt gegenseitig aufs Feld rufen würden und auch hier macht er natürlich nicht so viele Punkte, wie er gerne machen würde. Also da hat das Limes wirklich sehr, sehr clever ausgespielt, muss man fairerweise sagen. Nichtsdestotrotz muss man auch hier wieder Limes, dem guten Brady, zugutehalten, dass er seine Karten bis zum Ende clever durchspielt. Er holt sich mit einer seiner Sharnis eine von den Sanitäterinnen zurück, holt sich dann mit Hilfe seines haudigen Speers, der inzwischen schon auf dem Friedhof ist, eine weitere von diesen Feldsanitäterinnen, macht sehr, sehr viele Punkte, schickt am Ende sogar nochmal mit Detmold einen der Elfen auf den Friedhof und schafft damit einen 20-Punkte-Vorsprung. Und hier kommt jetzt nämlich, ist nämlich wichtig, dass er es in der letzten Runde tatsächlich geschafft hat, seinen Taler auszuspielen, denn dadurch hatten beide wirklich gleich viele Karten, denn wenn er tatsächlich in diese Runde mit einer Karte weniger gegangen wäre, dann hätte er diesen Sieg nicht geholt und deswegen habe ich das an der Stelle nochmal aufgefasst, dass er wirklich diesen Taler spielen konnte, weil das hat ihm am Ende auch trotz dieser ganzen Pechsträhnen mit den blauen Streifen und den Infanteries im Endeffekt den Sieg gebracht.